Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Zerven2D. Ich fahre jetzt im Wald. Hexenmaschine, Hexe haben wir noch nicht kaufen. Mal trocken geworden. Vielleicht haben wir noch Glück. Ist ja heute eh noch nicht reif. Wenn wir hier auf 5 gehen. Kurze Pause zu Ende. Denn es könnte ja sein, dass da noch hier Mais rauskommt, ne? Also Körnermais. Ein bisschen Glück. Ich will mal probieren mit mit ein paar Bäumen verkaufen über den globalen Markt. Das geht. Bin mir nicht ganz sicher, ich weiß es nicht. Ich kann ja mal einmal nehmen, einen Stamm, ne? Der müsste da noch rumliegen normalerweise. Unter Umständen. Wenn man so ein kleiner Dünner wird ja reichen normalerweise. Die Großen haben alle entsorgt. Gut, nehmen wir einen kleinen. Das ist ja eigentlich mal ein bisschen weit, ne? Aber gut, erst ein extra ein Fahrzeug nehmen. Ja, auch Blödsinn, ne? Wenn es geht, dann nehmen wir eh ein Fahrzeug, ne? Können wir nicht dauernd laufen. Ich will das wissen. Darum mache ich das jetzt mal, ne? Es könnte ja sein, dass es nicht geht. Dann ist es okay, und wenn es geht, dann haben wir eine Möglichkeit, uns zu beschäftigen bis zur neuen Karte. Ich hoffe, dass es nicht bis lange dauert, ne? Aber wie gesagt, jetzt haben wir September, Mitte September. Das heißt, rein rechnerisch 6 Wochen. Rein theoretisch, wenn es klappt mit Termin, ne? Wegen Veröffentlichen und so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ist, aber wie gesagt, ich rechne mal aus. Wir haben ja noch ein Feld mit zwei Felder mit Soja zu ernten und wir haben noch unser Mais. Mais würde mindestens 2 Wochen dauern ungefähr, wenn wir jetzt häckseln würden und abfahren und ins Tremette reinfahren. Vielleicht noch einen zweiten dazu kaufen. Das müsste jetzt hier rein. Also so. Geht nicht weg. Stroh. Gut, Holz geht glaube ich nicht. Und hier? Auch nicht. Ansonsten müsste ich mal kundig machen. Also hier wäre rein theoretisch Holz zu zahlen, ne? Naja, gut, für eher Deko, ne? Gut, das geht nicht. Nicht so schlimm. Ich werde es überleben. Ach, hier ist noch die Fräse. BGH. Besuchen. Junge. Geht doch. Ein bisschen mehr nach links, aber wie gesagt, das lohnt sich nicht mehr einzufahren, ne? Weil ja, das Ding ist ja bald leer. Also von daher. Gut, dann brauchen wir nichts uns mit Quälen, mit was Quälen, Bäume fällen, aufladen und alles dann wegfahren, ne? Das muss dann ja nicht sein. Machen wir eine Folge mit dem Excel gut. Und dann bereiten wir uns mal auf die Ernte vor für. Können wir auf Acker fahren, Mensch. So, vorne. Bäh. Und los geht's. Da können wir gleich mal diese auch mitnehmen gleich. $40.000, das hat sich schon gelohnt. Mal gucken, wo es ist.
Muss ja immer den bisschen Punkt erwischen, ne? Sonst wird ja nichts, ne? Ja, ist noch was da, Junge, da ist noch was da. Das fährt sich ja so schlecht, da kann man leicht wegnehmen, ne? Ja, fast voll, ne? Der Wahnsinn. Ich habe hier gestern oder vorgestern mal so einen kleinen Video gesehen über den Deutschen Wald. Da wird der große Veränderung geben, ne? Also die Fichten sind ja eigentlich vorbei. Die mögen das nicht, wenn es so warm und trocken ist. Das sind ja Flachwurzler und die können nicht an die Reserven im Boden reinkommen, also in der Tiefe, an Grundwasser. Das heißt aber für die letztendlich ist aus, ne? Gut, vielleicht im Mittelgebirge und Gebirge, wo noch Regen fällt, da vielleicht noch nicht, aber Flachland, wo viel Sandboden ist, auf jeden Fall. Denk mal hier Raum Berlin, kriege nicht weg. Die dumpen. Im Raum Berlin wird das ein bisschen schwierig für die, ne? Sehe da nichts. Gut, da halt nicht. Wahrscheinlich sind wir auch zu hoch. Oder vom Winkel her ungünstig, ne? Zack. Komm, ein bisschen noch hier. Ich brauch doch den Baum noch hier. Papier. Für Zement, für Verpackung. Molkerei braucht Verpackung. Irgendwann mal. Wir nehmen den nächsten, ne? Ja auch zurück, das gibt's doch gar nicht. Müssen wir ein bisschen schräge hinstellen. Das ist ja auch ungünstig, ne? Ja, wieder Regen angesagt. Ja, ist, wir werden es häckseln, das wird so kommen. Stark beschädigt eigentlich? Nö, das geht eigentlich. Tak, da kann ich reparieren, nach Kippe. Aber alles andere noch im grünen Bereich. Erntemaschinen sind ein bisschen das empfindlicher, da kann man Verluste haben. Am Traktor kann es nur langsamer gehen, ne? Gas geben, dann holt immer zurück. Gut, den nächsten. Beim nächsten Mal abhängen. Das könnte ich auch machen. Und fahren lassen im globalen Markt. Mal schauen. Aber das lohnt sich ja nicht mehr. Für heute. Dann könnte man ja zwei Fahrzeuge fahren lassen, oder drei. Muss ich mal schauen.
So. Milch und Silage voll. Junge, daneben gedrückt. Ach so. Muss ja auch entsprechend nach vorne umschalten, ne? Jetzt hat er das Problem mit dem Hänger, das ist besser. Vom Gewicht her. Ja, Sonntagnachmittag, ne? Was machen wir? Das Erstspiel. So muss es sein. Na komm hier, ein bisschen noch. Ein bisschen höher, ne? Ja, schönes Haus, ne? Wenn ich das machen würde, was ich will. Dürfte jetzt eigentlich voll sein normalerweise. Gut, nach oben mit dir. Und runter noch. Ist auch nicht voll. Mal gleich mal einen Kurs einfahren. Ja. Wir fahren dann mal Richtung normaler Markt. Das heißt, wir haben hier mal einen Kurs starten. Müsste ich jetzt im Wald oder auf dem Feld nicht fahren, ne? Normalerweise machen wir es auch nicht. Wir fahren neben Feld. Wald ist doch das Kursplay. Alt 0. Starten wir hier. Dann fahren wir hier so schön lang, wo keine Stuppen sind. Das ist Möglichkeit. Dann ist bergauf ungünstig, ne? Wir müssen auch sehen, ich glaube Milch ist alle. Oder? Ja, wie fragt am besten jetzt, ne? Das Sägewerk ungünstig. Hier so am Rand. Hier am Rand hier. Schließen den Kurs. Lichter einfüllen. Lichter einfüllen. Der Kurve ist die gerade zu kurz. Also nur ein bisschen weiter ausholen. Das war sonst nichts hier. Hier werden wir Terraforming bearbeiten. Wahrscheinlich. So. Das macht aber langsamer hier, ne, wenn man hier das hier beendet.
Aber ich sag mal, in dem Fall ist mir jetzt nicht ganz so dramatisch, weil ja, Milch fährt immer noch. Da vorne nichts drin. Eigentlich muss voll sein, ne? Gut, er zeigt aktuell nicht mal auf, aber wir werden wir gleich noch mal tun. Und zwar fahren wir jetzt hier rum, ohne auszuzeichnen. Und da geht's kurz mal anhalten, ne? Denn die wollen ja die Lage schnell mal. Oh, die Kuh geht nicht. Ist nicht durchlässig. Durch den Stall durch. Zack. War nicht so einfach, wenn man so groß ist. Geben wir uns die Lage aus. Schon wieder eine Folge geschafft. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Schafft nichts heute. Zack, zack, zack. Alle verarbeiten ganz gut. Nun komm, kipp aus. Dann machen wir halt selber, ne? Hat wieder Regen, ne? So, nicht aber, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Und nicht vergessen, wenn ihr mir helfen wollt, über einen kleinen Like und ein kleines Kommentärchen. Wegen der Einschaltquote für Vorschläge für andere Zuschauer. Dann wird mir das sehr helfen, wenn ihr das machen würdet. Würde mich sehr freuen. Dann sagen wir tschüss, ciao, ciao, bis dann, bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen oder so. Tschüss.